mit zwei kleinen wilden Kerlen, die ich einfach habe, kommt man schon sehr an seine Grenzen. Und es war auch nicht nur ein Nervenzusammenbruch, es waren mehrere Nervenzusammenbrüche. Ich habe von Anfang an gesagt, irgendwie ein Kind kommt in unser Leben und nicht wir in das Leben eines Kindes. Sollte diese Beziehung scheitern, werde ich jetzt immer die Frau mit Kind sein. Und wer will die Frau mit Kind? Let's go! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Natascha Ochsenknecht und ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Launch der neuen Netflix-Serie Sex Life und beim Sex Life Talk. Wir reden darüber, wie es ist, Mutter zu sein. Ist es ein tolles Gefühl? Ist es ein Gefühl der Veränderung oder verändert sich gar nichts? Und ich habe ganz tolle Gästin hier am Start, Lilly Holunder. Du bist Schauspielerin, Autorin, Podcasterin, hast einen kleinen Sohn, wolltest erstmal gar keine Kinder haben und jetzt willst du alles auf einmal. Und Marina Hörmanns-Eder ist Designerin, Unternehmerin, stand nach 6 Tagen nach der Geburt ihrer Tochter am Set von Germany Next Topmodel. Du bist sehr aktiv, du hast schon Lady Gaga ausgestattet und die Kardashians und bist mit Herzblut überall dabei. Freue ich mich auch sehr darüber. Sila Shahin ist Schauspielerin, Kochbuchautorin, hat ganz schnell 2 Söhne hintereinander bekommen und ihre Freunde sagen, sie ist eine Maschine, aber sie würde auf keine draufsteigen. So, jetzt schauen wir mal eine Szene aus der neuen Netflix-Serie an, Sex Life. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich vermisse das alles so, dass ich es kaum aushalte. Da ist dieser Teil von mir, den ich nicht mehr gespürt habe, seit Cooper da ist. Aber jetzt höre ich ihn schreien aus meinem Innern. Ich bin noch da. Diese Version von mir, vor diesem all dem hier. Wenn die Billy von vor 10 Jahren mich jetzt sehen könnte. Ich esse Cupcakes. Die ist schon ganz schön fertig, oder? Ihr habt wirklich gute Freundinnen, die wollen es wissen. Habt ihr das mal, schon mal erlebt? So, das muss ja jetzt nicht ein ewiger Moment sein, aber so ein Outing, wo ihr denkt, Mensch, ach, früher war es eigentlich auch ganz cool. Marina, wie war es bei dir? Ich fand es früher cool, ich finde es ja heute auch cool. Du genießt das. Ja, aber es war früher schon sehr cool. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt. Und klar vermisse ich auch mein altes Leben. Es war halt irgendwie sehr frei und wild und jetzt ist es halt aber irgendwie auch ganz schön so. Auch ganz schön. Nein, also es ist schön. Es ist schon. Ich liebe meine Kinder über alles, aber manchmal fehlt mir auch dieses Stück Freiheit, was man da mehr hatte. Es ist auch gar nicht, glaube ich, nicht nur das Ausgehen und irgendwie so, was wie die Billy sagt, das Ganze mit dem Ex-Freund oder sowas. Ich glaube, es ist auch wirklich dieses zum Supermarkt gehen, ohne sich zu überlegen. Was braucht mein Kind noch? Was braucht das Kind und wo ist es jetzt gerade? Und einfach nicht nur einfach Schuhe anziehen und raus. Ja, oder aber sich einfach nicht immer ständig erst mal organisieren müssen. Ja. Das fand ich auch am Anfang immer so erschreckend, wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt los, saßen wir 55 Minuten später im Auto. Wir sind am Anfang immer zu spät gekommen, weil das ist ja, Wahnsinn, was man alles erstmal machen muss. Aber es ist ja auch nicht schlimm, man muss sich drauf einlassen. Und viele denken ja, oh mein Gott, und setzen sich unter Stress, braucht man ja nicht. Manchmal denke ich, ich habe 10 Kinder zu Hause. Also es ist immer was los, es passiert ständig was und es ist ja, jeder Tag ist anders tatsächlich. Aber du genießt es ja. Ja, das weiß ich natürlich. Auch. Also es war ja immer mein Wunsch, Mama zu werden. Und es war auch nicht immer einfach, weil es auch nicht geklappt hat am Anfang. Ne? Und deswegen bin ich umso dankbarer natürlich. Also, ich lese euch jetzt was vor. Und ihr antwortet mit Ja, Nein oder Vielleicht. Also, ihr habt wie Billy schon mal einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil euch als Mutter alles zu viel wurde. Fertig. Fertig? Mhm. Okay, dann ich frage jetzt erstmal, Lilly, ich frage mal dich, was du geantwortet hast. Ich habe Nein geantwortet, dem war nicht so, aber ich habe in der Schwangerschaft habe ich den mega, mega, mega Nervenzusammenbruch bekommen, als ich erfahren habe, dass ich einen Jungen kriege. Stimmt, das habe ich gelesen. Ja, ich habe selber 3 Schwestern, ich wusste, ich werde meine Beine nur für ein Mädchen breit machen. Und als ich dann erfahren habe, dass es ein Junge wird, habe ich mich selber angelogen, habe es so ganz cool genommen. Und dann waren meine beiden kleinen Neffen zu Besuch ein Wochenende, die dann wirklich nur hin und her gerannt sind, hin und her gerannt, gesprungen, geschrien, Ausraster bekommen haben. Und als sie weg waren, war ich ganz alleine und habe den Nervenzusammenbruch meines Lebens bekommen und habe meine Mama heulend angerufen. Und die hat mir dann noch erstmal ein schlechtes Gewissen machen wollen und gesagt, oh, der Kleine merkt das jetzt in deinem Bauch. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt
Also ich war fix und fertig. Und dann hat Mama mich aber wieder auf die richtige Bahn bekommen und gesagt, Lilly, das wird bestimmt ein ganz toller Junge und wir kriegen das zusammen hin. Und hat mir halt das gesagt, was ich in dem Moment hören musste. Ja. Aber ich habe lange damit gekämpft, dass ich einen Jungen kriege, muss ich ehrlich sagen. Okay. Jetzt kann ich es mir natürlich nicht mehr anders vorstellen. Sila, wie war es bei dir? Was hast du geantwortet? Also ich habe, ja. Sogar mit Rufzeichen? Genau. Also machen wir uns nichts vor, mit zwei kleinen wilden Kerlen, die ich einfach habe, kommt man schon sehr an seine Grenzen. Und es war auch nicht nur ein Nervenzusammenbruch, es waren mehrere Nervenzusammenbrüche. Und zum Glück habe ich meine Mama, die echt mich in allem unterstützt, und mein Mann, und die mich da auch wieder rausholen und auffangen. Aber manchmal ist das halt echt viel. Also es kommt auch mal vor, dass ich mich im Klo verstecke oder so, kurz mal schreie und dann wieder rauskomme. Und es ist ja menschlich. Man muss sich auch die Auszeiten einfach nehmen, wenn sie schlafen oder wenn sie mal bei Oma und Opa sind, dass man auch mal was für sich tut, einfach auch, um wieder Energie zu tanken. Ja. Weil ansonsten ist es halt echt... Und die Kinder müssen das ja auch lernen, ne? Dass man nicht immer nur happy ist. Marina, was hast du geantwortet? Ich habe auch so wie Lilly Nein geantwortet. Ich muss sagen, ich habe ein Riesenglück. Ich habe ein sehr entspanntes Mädchen. Also die war von Anfang an wirklich lieb und super entspannt. Da kommt sie ganz nach ihrem Vater und eher nicht nach mir. Und wir sind auch sehr gut organisiert. Dadurch, dass ich irgendwie sofort wieder gearbeitet habe, ich muss sagen, die Organisation, die ich habe, ist meine Rettung. Weil ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau, die auch wirklich zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert, Karenz nimmt, weil... Ich habe keinen Nervenzusammenbruch, weil ich nicht 24 Stunden zu Hause bin und nicht 24 Stunden für mein Kind da bin. Für mich ist die Arbeit ist irgendwie so wie der Urlaub. Mhm. Weil da weiß ich, ich mache meine Sachen und da funktioniere ich. Verstehe ich. Da komme ich nach Hause und freue mich dann wieder auf zu Hause. Das heißt, das ist wie bei einer Fernbeziehung. Also man freut sich immer aufeinander und man ist nicht genervt. Und ich glaube, deshalb konnte ich Nein sagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das eben auch gut ist, ne? Wenn du das auch mit Freude machen kannst, weil das ist ja auch so deine Bestimmung gewesen, ne? Deinen Job zu machen. Und man ist ja deswegen keine schlechte Mutter. Ich denke, da sollte man auch mal darauf achten, dass Mütter, die arbeiten gehen und ihre Kinder dann auch mal irgendwie gut aufgehoben wissen, dass die trotzdem gute Mütter sein können. Das finde ich immer ganz wichtig, ne? Ja, aber es ist auch eigentlich wieder schade, dass wir das wieder sagen müssen. Ja, genau. Weil die Männer werden halt nicht gefragt, ob sie arbeiten gehen. Da ist das eigentlich selbstverständlich. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen. Ja. Und das sollte einfach echt mal aufhören irgendwie, ne? Nächste Aussage. Manchmal würdet ihr gerne einfach losfahren und nicht wissen, wann ihr wieder zurückkommt. Also ich habe mit Nein geantwortet, weil, also ich genieße das jetzt hier mit euch zu sein, diesen Tag, aber ich vermisse sie dann auch. Und bei dir, Marina? Ja, nein, weil das Tückische an der Frage war, nicht das Wegfahren, sondern nicht wissen, wann man zurückkommt. Genau. Deswegen habe ich Nein gesagt. Ja. Also wenn du mir sagst, vermisst du, dass du einfach wegfahren kannst, ja, aber nicht zu wissen, wann du zurückkommst, auf gar keinen Fall. Ja. Lilly, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja geantwortet, aber es steckt trotzdem beides so drin. Also, weil ich habe ganz oft den Gedanken, dass ich mir überlege, ich würde jetzt gerne. Und für mich ist das Tückische eben das Gefühl, dass ich auch, ich sitze abends auf der Couch und der Kleine ist im Bett und ich gucke mir Fotos von dem an. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Kopf und Herz da dann nicht eine Sprache sprechen. Ja. Weil ich denke mir schon ganz oft so, ich würde so gerne jetzt mal wieder spontan nach Berlin und mit einem Kumpel was trinken gehen und in der Sonne sitzen und so. Aber das ist halt so ein Mix aus beidem. Ja, ihr seid spießiger geworden, seit ihr Mutter seid. Okay, Lilly. Ich habe Jor geschrieben, weil, weil mein Mann und ich, wir nennen uns einfach schon seit vielen Jahren Spießer, weil wir super gerne recht asozial leben und zu Hause ein Glas Wein trinken zu zweit und unsere Ruhe genießen, aber auch, weil unser Leben wirklich sehr aufregend ist. Ich merke aber natürlich schon, dass ich bin so ein kleines Chaoskind, ich bin Künstlerin, ich kriege nachts Ideen und schreibe, mein Seelenheil ist meine Karaoke-Maschine und dann bin ich da anderthalb Stunden. Ich bin super unordentlich und ich muss mich da jetzt so ein bisschen zusammenreißen, weil ich kann jetzt nicht noch für einen weiteren Menschen mit unordentlich sein, dann sieht das zu Hause ganz schlimm aus. Bei dir, Marina? Ja, ich habe mit Nein geantwortet, weil ich habe jetzt eine weitere Rechtfertigung, nicht spießig zu sein.
weil ich weiß, dass mein Freund wird wahnsinnig, weil ich halt unordentlich bin. Ich lasse alles liegen und Ding. Und jetzt ist halt so, jetzt kann ich halt auch noch sagen, naja, ich bin jetzt auch eine Mutter. Also ich nicht kann, geschafft. Das kann nicht auch noch alles wegräumen. Ja, ja, und er hasst es und er räumt es dann selber weg. Also der Arme ist jetzt noch spießiger geworden, weil ich es nicht geworden bin. Aber dir, Silla? Ich habe mit ja geantwortet. Ja, ich finde mich mittlerweile echt spießig. Acht schon drauf, was essen wir? Irgendwie soll ordentlich zu Hause sein. Die Kinder müssen Hände waschen gerade jetzt und so. Das war ich früher einfach nicht. Da war es mir einfach egal. Euch hat schon mal jemand gesagt, dass ihr euch verändert habt, seit ihr Mutter seid. Ja. Seid ihr fertig? Ja. Marina. Ja, langweilig. Oh Mann, schon wieder nein. Schon wieder nein, tatsächlich nein. Tatsächlich, ich habe auch, das klingt urhart, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, irgendwie ein Kind kommt in unser Leben und nicht wir in das Leben eines Kindes. Genau. Und wir machen den gleichen, selben Scheiß. Und ich glaube, ich bin tatsächlich genauso, wie ich bin und habe halt jetzt einfach noch ein Baby dazu. Und bei dir? Ich habe mit ja geantwortet, weil also meine Freunde nennen mich mittlerweile Monster. einfach auch, weil sie es mir nie zugetraut haben, dass ich das so mit zwei kleinen Kindern so wuppen kann. Einfach. Also ich war früher halt voll chaotisch und... Du warst ja auch schüchtern, also zurückhaltend so, ne? Ja, so, wie ich dich kennengelernt habe. Es hat mich schon auch selbstbewusster gemacht. Ja, kann man so sagen. Aber warum Monster? Ja, weil sie sagen, oh, wie kann man in kurzer Zeit so schnell Kinder kriegen? Und also, es ist nicht negativ belastet, sondern eben... eher als Maschine. Maschine. Also, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, man nennt dich ja Maschine. Genau, man nennt mich Maschine. Sorry, wie bin ich jetzt auf Monster gekommen? Ich meine natürlich Maschine. Und bei dir, Lilly? Nein. Das war mir auch ganz wichtig. Das war auch eine große Angst von mir, dass ich mich irgendwie in dieser Blase Mutter sein, diese neue Rolle, dass ich mich da irgendwie ja, selbst verliere. Weil man das ja dann doch immer wieder auch bei anderen Frauen gesehen hat, ne? Dass die dann zu Helikoptern werden und zu irgendwie so Muttertieren. Ne? Das klingt, also das muss ich jetzt mal so sagen. Und meine Schwester hat letztens noch zu mir gesagt, du bist irgendwie noch genauso wie früher, nur mit Baby. Und das war das größte Kompliment, was man mir machen konnte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich auch super. Manchmal muss man ein bisschen mutiger sein, finde ich, als Mutter. Und auch nicht immer so viel darüber nachdenken, was andere von einem denken, sondern einfach auch machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, und man selektiert auch einfach. Also mein Freundeskreis hat sich komplett verändert. Also man lässt nicht mehr so viele an sich ran. Oder man hat auch mehr Freunde mit Kindern mittlerweile einfach. Und das verändert ja schon auch irgendwie das Leben. Ja, dann habe ich noch eine Aussage für euch. Ihr habt als Mutter schon mindestens einmal FOMO gehabt. Also das Gefühl, ihr habt was verpasst. Hatte ich nie, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich hatte auch keine Zeit zum Denken als Mutter. Lilly, erzähl. Es geht mir mehr um dieses F bei FOMO, also Fear of Missing Out, ne? Die Angst, was zu verpassen. Ich hatte irgendwie Angst, dass das beruflich, dass ich absolut stehen bleiben werde. Das war meine große Angst. Und das kann ich total nachvollziehen, und, dass du denkst, ey, jetzt kommen Jüngere auch vielleicht nach. Und mir ist es auch tatsächlich passiert, eine Casterin hat sich nach mir erkundigt und hat dann gesagt, sind die Fotos denn noch aktuell? Ja, sie sind noch aktuell, also bei meiner Agentin. Und ist sie denn noch immer noch so heiß? Weil wir brauchen eine richtig heiße Frau. Ja, ja, sie ist immer noch heiß. Das ist ja aber sie hat doch vor kurzem ein Kind bekommen. Ja, was hat das denn damit zu tun? Ja, Frauen, die Kinder kriegen, haben den Wow-Faktor verloren. Zitat. Nein. Und das von einer Frau. Wie kann das finde ich sein? Aber ganz schlimm. Wow. Muss mir nachher den Namen sagen. Ich finde, wir sind voll wow. Absolut. Voll. Vor allem mehr denn je. Ich finde, wir sind mehr wow denn je. Also. Zila, was hast du? Also ich habe Nein eingegeben, weil ich habe tatsächlich, als ich schwanger war, 2 Jahre lang dauerschwanger, voll gedreht. Und ich habe beide Kinder in einer Produktion bekommen. Ich erinnere mich. Genau, und ich war so dankbar, dass die Produktion, was ja wirklich, wie Lilly sagt, nicht gang und gäbe ist, mir die Möglichkeit gegeben hat, schwanger zu drehen. Wie sieht es bei dir aus mit deiner Antwort? Ich habe auch Nein, Hashtag Corona-Baby. Ich hätte in der Zeit sowieso nichts erlebt. Deswegen war es schön, dass es tatsächlich einfach auch einen Fortschritt gab, weil das ich habe mein Baby genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo man eh nichts nicht rausgehen konnte. Man konnte nichts machen. Es gab keine Fashion Week, es gab irgendwie gefühlt eh gar nichts. Aber zu Hause ging was weiter und ich habe einfach in meinem Kind Fortschritt gesehen. Und deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen.
Bei Billy in der Serie ist es ja tatsächlich so, die ist so ein Freigeist eben und hat viel gefeiert, hat nichts ausgelassen, hatte auch wilde Männer in ihrem Leben, vermisst dieses Partyleben total und fragt sich oft so, wieso bin ich jetzt hier so eine ruhige, spießige Hausfrau? Wie ist es bei dir mit Partynächten? Ich habe das geliebt, immer mich mit meinen Mädels zu treffen und auch über alte Sexgeschichten und Dating-Sachen zu sprechen und auch mal zu flirten und auch mal seinen Marktwert zu checken. Ich bin auch so ein Mensch, auch wenn ich in einer Beziehung bin, ich bin meinem Mann mehr als treu, aber ich habe trotzdem noch so ein Leben nach außen und ich möchte auch noch mal so ein bisschen gucken, ne, wo steht man da? Ich glaube auch, dass alles so seine Zeit hatte und ich hatte das jetzt 35 Jahre lang. Und jetzt ist Zeit für was anderes. Also, ob du jetzt keine Bestätigung mehr kriegen würdest, wenn du da über die Straße gehst. Also bitte, pfeifen noch hinterher, 100 Pro. Was meinst du denn? Wie ist es mit dir? Vermisst du Partynächte? Warst du überhaupt so eine Partymaus? Seitdem ich in Berlin bin, komischerweise gar nicht, weil es irgendwie halt irgendwie nur noch um Job, Job, Job ging. Ich gehe auch davon aus, dass die Partynächte wiederkommen. Mhm. Also ich meine, es gibt ja Babysitter. Ich bin sicher, sobald es wieder geht, gehe ich wieder auf die Piste und dann wird es auch wieder krachen. Da bist du am Start. Na klar. Mir reicht es schon irgendwie mal nett essen zu gehen und die Zeit zu haben, in Ruhe zu essen und keine Reste zu essen. Und, keine Reste zu essen. Man wird zum Mülleimer ab und zu, oder? Weil man dann denkt, kann man doch nicht leben. Oder kaltes Essen genau. zu essen. Wie war das für dich? Vor was hattest du am meisten Angst als so... Du wirst Mutter, die Veränderung, wo hast du dir am meisten Gedanken gemacht? Ich glaube, es ging wirklich um die eigene Identität, was das mit mir macht, aber auch was das mit uns als Paar macht. Und also, the struggle is real. Ich finde auch, man hat halt auch als Paar deutlich weniger Zeit. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen Abend zu zweit hatten. Ich glaube, das war vor über einem halben Jahr. Das ist natürlich auch so ein bisschen Corona-bedingt, kann es nicht groß was machen. Aber es macht schon auch was mit der Beziehung und davor habe ich auch großen Respekt und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir zusammen am Tisch sitzen und es wieder besprechen. Wie können wir jetzt noch mal, also nicht die Kurve kriegen, wir sind nicht kurz vor aus, es ist alles gut, aber man muss sehr, sehr hart an der Beziehung arbeiten, weil man sich, wir konkurrieren um Bürozeiten, wir haben beide einen Job, wir wollen beide nicht zu kurz kommen. Und man muss es irgendwie neu ausfechten und sich auch erstmal neu einfinden in diesem ganzen Spaß. Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen privilegierter vielleicht auch. Wir haben die Möglichkeiten, dass wir auch sagen können, okay, wir nehmen jetzt auch jemand und haben auch mal eben einen Nanny oder jemand, der einspringt oder der aufpasst. Und wir arbeiten alle, wir haben unsere Jobs und wir können uns das vielleicht ganz anders einteilen als ganz normale Familien, die eben tatsächlich niemanden haben oder auch kein Geld, um zu sagen, mein Gott, ey, unsere Beziehung steht auf der Kippe, wir brauchen eigentlich mal Zeit für uns. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, mal mit ihm alleine ins Kino zu gehen. Das ist auch noch immer so eine Sache, ne? Ist das für dich denn auch der Grund gewesen, warum du dich später für ein Kind entschieden hast? Definitiv. Also ich habe auch meine 15 Jahre jüngere Schwester mit großgezogen. Ich war so die zweite Mama und ich wusste einfach immer, was da kommt. Mein Mann wollte relativ schnell ein Kind. Und ich habe immer gesagt, lass uns doch bitte erstmal noch uns genießen und unsere Freiheit. Ich habe ganz lange gesagt, ich kann kein Kind kriegen. Guck mich doch mal an. Ich stehe hier mit der Deodose auf der Couch und singe und performe und mach nur albern rum. Ja, und bei dir, Sila, wie war das da? Also wir haben nach 9 Monaten geheiratet. Du warst auf unserer Hochzeit. Ich war bei der Hochzeit. Und danach wollten wir auch gleich Kinder. Also ich wollte auch nicht mehr lange fackeln, weil alles, was ich davor hatte, hat mir gereicht und wollte ich auch nicht mehr. Und ich wollte einfach eine Familie gründen. Und für mich war er einfach der Richtige. Und auch mit der Schwangerschaft ist bei dir auch, wie bei mir, ist auch mal was schiefgegangen. Ne? Du hast auch ein Kind verloren zwischendrin. Das hat uns auch mehr zusammengeschweißt nochmal. Also es war für mich ganz schlimm, weil ich mir selbst die Schuld gegeben habe. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, es liegt an mir und ich kann das überhaupt nicht oder irgendwas stimmt bei mir nicht. Warum klappt es nicht? Und deswegen war ich umso dankbarer, dass es dann beim zweiten Mal geklappt hat. Und wie war es denn bei dir? Habt ihr das richtig geplant, jetzt ein Kind? Oder war das dann so, also, ich bin bereit? Ja, also nein, geplant, dann hätte ich auch, glaube ich, immer gesagt, nein, passt nicht. Also weil man sagt, da ist das Projekt, da ist das, da kommt das. Also, es passt eigentlich nie. Aber ich finde, du hast so ein schönes Stichwort gerade gesagt, weil du hast auch gesagt, wovor hat man Angst? Ich meine, ich bin auch nur eine Frau und oberflächlich hatte ich auch um meine Figur Angst. Das ist auch immer so eine Angst irgendwie gewesen, was ist danach und ist das mit dem Job und was ist dann anders? Aber diese Ängste sind eigentlich, wenn man sich ehrlich sind, Privilegien. Ja. Du hast gerade gesagt, wir sind privilegiert. Dass wir Kinder haben, ist so ein großes Privileg, dass gleichzeitig diese Ängste, die wir natürlich haben, auch ein absolutes Privileg sind. Und ich bin froh, dass
ich mit diesen Ängsten umgehen darf, weil das einfach nur heißt, dass wir Kinder haben. Du kannst halt auch nicht planen. Das ist nichts, was du bestellen kannst. Ja, genau. Ich bin 2,5 Jahre lang nicht schwanger geworden und wir sind da auch wirklich durch sehr, sehr, sehr schwierige Zeiten gegangen. Eine chronische Traurigkeit, mit der man durch die Welt geht. Die Beziehung hat sehr darunter gelitten und ich weiß auch nicht, ob wir es geschafft hätten, wenn dann nicht ja, der Moment kam, wo das Stäbchen positiv war. Mütter müssen ja immer funktionieren. Wie war das bei dir? Wie oft hast du diesen Moment gehabt, wo du dachtest, boah, nee, ich lege jetzt den Schalter um, ich will jetzt heute mal nicht funktionieren? Wie ist es dir da so ergangen in solchen Situationen, Silla? Kommt immer wieder mal vor, aber ich wollte es ja auch so. Also wenn es nach meinem Mann ginge, der sagt, sitz zu Hause, brauchst nichts machen, aber das würde mich nicht erfüllen. Ich habe früher schon viel gearbeitet und ich möchte das mir auch beibehalten. Also meine Mutter hat immer gesagt, Liebes, verlass dich niemals auf einen Mann. Du musst immer dein eigenes Geld verdienen und das ist auch meine Priorität weiterhin. Also ich möchte auch eine arbeitende Mama bleiben. Was wird denn besser als Mutter, Marina? Gibt es da etwas? Die Zeiteinteilung. Also die Zeiteinteilung, dass man nicht herumtut mit irgendwelchen unnötigen Sachen. Ich finde, dass man viel besser, also ich filtere viel besser, was ist notwendig und was ist unnötig, was meine Zeit angeht. Und ich mache nichts, was keinen Wert hat, habe ich früher sicher gemacht. Jetzt ist es nur, meine Zeit ist so wertvoll, dass ich nur Dinge mache, die wirklich genau den Wert haben. Bei dir auch, Lilly? Ja, kann ich so unterschreiben. Und ich habe auch viel mehr Energie. Also ich habe früher auch Tage einfach mal so mit unnötigen Dingen verplempert und war auch mal schön, so ein Lilly-Tag, einfach nur auf der Couch. Ich habe es auch wirklich Lilly-Tag genannt und dann durfte mich keiner anrufen und ich habe einfach nur Serien geguckt und rumgelegen. Aber man ist irgendwie effektiver, finde ich. Ja, also man überlegt sich natürlich auch dreimal vorher, jetzt habe ich irgendwie einen Tag frei, mit wem verbringe ich den oder mit wem gehe ich essen? Man hat sich auch noch mal besser kennengelernt, finde ich. Also körperlich, aber auch vom Mentalen her. Und auch, wie Silla schon sagt, wenn man jetzt einen Tag frei hat, dann hörst du halt auch wirklich in dich rein. Habe ich jetzt Lust, dahin zu gehen? Es ist jetzt ein ganz wertvoller Tag oder was möchte ich damit anstellen? Also man geht viel mehr auf seine eigenen Bedürfnisse ein, finde ich. Ja, das frage ich jetzt mal an die Community. Was glaubt ihr, sollte man das Leben erst mal genießen, bevor man Kinder bekommt? Oder sagt ihr, ach nee, komm, einfach drauf los. Kennt man seinen Partner schon lange oder nicht? Schreibt es bitte in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt wird es Zeit für ein paar Dirty Secrets. Ich habe hier eine Box und wir müssen natürlich raten, von wem diese Aussage ist. Oder dieses pikante Geheimnis, ist ein doppelter Zettel. Silla? Du hast mich dabei angeschaut beim Lachen. Ich habe eine Vermutung, definitiv. Okay, dann fang noch mal an, Lilly. Ich habe noch im Kreißsaal gearbeitet, einfach weil es mich so entspannt. Ja, weil ich habe dank der PDA habe ich dann irgendwie so, es war alles recht schnell, habe ich 2 Stunden Pause gehabt und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Ich meine, mein Freund war eh fertig mit den Nerven, der hat irgendwie dann am Handy Candy Crush gespielt oder sowas. Und dann habe ich halt am Handy und das Einzige, was mich abgelenkt hat, war es, meine E-Mails zu checken und irgendwie dann wirklich nochmal irgendwie durch diese ganzen Google-Tabellen durchzugehen und mir das anzuschauen, weil ich einfach, ich hatte so die Wahl, entweder ich lege mich jetzt hin und überlege, wie die nächsten Stunden schlimm werden oder ich schaue, ob alles im Büro halt irgendwie funktioniert und... Das ist auch eine gute Ablenkung. Ich finde es super. Hat auch meinen Sportsgeist noch mal wieder aktiviert. Absolut in Ordnung. Was hast du denn draufstehen? Ich habe draufstehen. Mir egal, ob es ein Klischee ist, am wohlsten fühle ich mich in der Küche. Und ich habe eine vage Vermutung. Man sagt, sie hätte auch schon ein Kochbuch geschrieben. Das kann eigentlich nur Silla sein. Ja. Was sagst du? Easy peasy. Ja, sie kocht halt einfach gerne und sie kocht auch super lecker. Ja, und das ist für mich auch eine Therapie. Also ich kann da echt voll abschalten. So, wenn ich meine Ruhe habe, dann ist es für mich voll wie so eine Therapiestunde. Und meine Agentin hat mich davor gewarnt, mich schwanger auf dem roten Teppich ablichten zu lassen. Ja gut, da bleibt natürlich nur Lilly. Jetzt mit der Antwort übrig, was ist dir passiert, ne? Ja, das hat sie mir gesagt. Wenn du mal schwanger bist, wirst du auf keinen roten Teppich gehen. Meine alte Agentin, muss ich sagen. So, meine neue hat mich super unterstützt. Wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie meinte, die Caster und die Produzenten haben dann die nächsten 5 Jahre lang im Kopf, dass du schwanger bist und buchen dich nicht mehr. Das ist eigentlich auch richtig traurig, ne? Wow. Also allein sowas. Ich habe natürlich mich nicht dran gehalten. Du bist ja tatsächlich nach der Geburt, ein paar Tage später, hast du Germany Next Topmodel mitgemacht und hattest da einen richtig krassen 13-stündigen Drehtag, ne?
Wie war das denn für dich, dich da, ich weiß noch, ich habe Bilder gesehen auf Instagram, wie du dich reingequetscht hast so und und wie ging es am Beckenboden? Ja. Ich auch da wahrscheinlich einfach Glück gehabt. Ja? Also mir ging's gut. Ich habe halt wirklich, ich wusste den Termin schon vor der Geburt. Das war irgendwie auch klar. Es muss timingmäßig alles funktionieren, weil ich muss an dem Tag irgendwie stehen und funktionieren. Es gab für mich keine Option B. Für mich war klar, es wird mir an diesem Tag gut gehen, egal was passiert. Und so mit genau diesem Sportsgeist, glaube ich, bin ich einfach rangegangen. Und es war tatsächlich, mir ging es gut. Ich meine, ich bin am Abend danach echt dann auch zusammengebrochen. Ich habe dann echt so geweint und war wirklich, da ist plötzlich alles so, alles hat wehgetan, alles war, aber ich war gleichzeitig so stolz auf mich selber. Und vielleicht auch das, was die Lilly auch irgendwie gesagt hat, dass man als Mutter oder Schwangere anders gesehen wird, jobmäßig, war es vielleicht auch wirklich so meine Mission einfach, dass ich wirklich zeige, nein, das verändert sich nicht. Ich liefere ab und ich will auch der Produktionsfirma zeigen, wenn ich sage, ich komme an dem Tag. Du stehst dazu. Dann komme ich auch. Ja. Und Lilly, wann hast du wieder angefangen zu arbeiten nach der Geburt? Also weißt ich habe die ersten 6 Wochen erstmal nur geweint und war bettlägerig, weil ich körperlich halt komplett ausgenockt war. Und dann habe ich nach 6 Wochen wieder angefangen zu schreiben, weil ich hatte eine Deadline. Ich musste mein Buch zu Ende bringen. Und Glück und Segen oder Fluch und Segen zugleich, dass das still nicht geklappt hat. Ich habe dann halt abgepumpt, aber dann konnten halt auch andere das Kind füttern und mit dem rausgehen und so. Und dann saß ich halt die ganze Zeit am Schreibtisch und habe dieses Buch zu Ende gezimmert. Und hattest du ein bisschen schlechtes Gewissen oder war das für dich so? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Also ich habe mir das immer so ganz fest vorgenommen. Ich werde weiter meinen Weg gehen und bin es ja auch, aber dieses schlechte Gewissen hat mich sehr überrascht, dass das dann trotzdem kam, weil der Kleine auch relativ früh angefangen hat, dann zu fremdeln. Mit 4 Monaten, da war ich dann immer noch im Schreibprozess, war auch schon wieder am Drehen. Aber ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen und musste mich halt auch erst mal da wieder reinfinden, dass ich dann was mache und mal nicht an ihn denke. Und das gelingt mir jetzt super gut. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ging jetzt von heute auf morgen. Wie war das denn bei dir? Was war so die größte Angst, so beim, dass du sagst, Mensch, Kind und Beruf, wie kann ich das vereinbaren? Du bist ja nun auch sehr aktiv, ne, mit allem. Ich glaube, die größte Angst war gar nicht die Organisation. Die größte Angst war bei mir, wird sich mein leistungsgetriebener Apparat in meinem Kopf verändern, dass plötzlich ich weniger Leistung bringen will. Es war tatsächlich, also ich habe nicht gewusst, wird es mich vielleicht, ich sage jetzt blöd, komplett verweichlichen und ich schmeiße alles hin und sage, okay, ich bin so gerne Mutter, ich will nur noch Mutter werden. Das war tatsächlich so ein bisschen eine Angst, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass man diese 2 Herzen in der Brust haben kann für Kind und Beruf. Man muss sich nicht immer entscheiden. Und das habe ich für mich einfach gelernt, dass man tough und unemotional und businessgetrieben sein kann und gleichzeitig liebende, ängstliche, sorgvolle Mutter, auch ein Helikopter zu Hause und dann aber irgendwie im Beruf abliefern. Ich war 20 Jahre Mutter und Hausfrau und fand das auch wunderbar, aber natürlich haben manche auch so eine innere Zerrissenheit, ne? Wo die sagen so, ja, ich will eigentlich das, ich will das, ich bin schwer im Organisieren mit Vereinbaren und so. Wie war das bei dir mit so einer Zerrissenheit? Hattest du das? Oder hast du gesagt so, nee, es war mir jetzt scheißegal, ich ziehe jetzt hier durch und mach, was ich will? Klar habe ich immer noch Ziele und Träume und Wünsche, die ich unbedingt machen möchte. Und ich glaube, die sind aber auch machbar mit Kindern. Und ich hole mir einfach Hilfe und dann wird es schon funktionieren. Ich habe immer wieder den Moment, wenn der Tag so eingeteilt ist und das dann so, okay, 14 Uhr, jetzt, Marina, musst du weg. Und dann ist dann oft auch so in der Firma, dass aber noch was besprochen werden muss oder jemand noch was braucht oder doch noch. Und dann ruft jemand an und das ist so der Moment, wenn ich weiß, ich könnte, wenn ich den ganzen Tag hätte, so viel produktiver sein, ich könnte so viel mehr machen. Also da ist dann dieses Berufliche wieder so stark, dass ich dann wirklich mir denke, manchmal so, Mann, kann die Babysitterin nicht den ganzen Tag bleiben, damit ich jetzt irgendwie im Büro bleiben kann. Und gleichzeitig ist es aber dann so, okay, Marina, so kannst du nicht denken, hallo, also geht nicht. Ja? Ja, ja. Du musst nach Hause. Also das habe ich tatsächlich auf so einem Produktivitätslevel manchmal, dass ich mir denke, manchmal wäre so die Marina, die 24 Stunden lang 100% gegeben hat, könnte vielleicht jetzt noch ein paar mehr Projekte stemmen. Bei dir, Lilly, hast du eine Zerrissenheit in dir? Phasenweise definitiv. Also ich hatte mal Momente, wo mir dann so klar wurde, ich bin jetzt Mutter und ich bin selber Scheidungskind. Und dann habe ich mir gedacht,
Sollte diese Beziehung scheitern, werde ich jetzt immer die Frau mit Kind sein. Und wer will die Frau mit Kind? Und vor allen Dingen, meine Brüste sind kleiner geworden. Und früher waren die doch so toll. Und ich habe schon so darüber nachgedacht, dass ich dann auch vielleicht gar nicht mehr auch was so Liebesbeziehungen angeht, dass ich vielleicht so nicht mehr die Alte sein werde, weil ich immer die Frau mit Kind jetzt bin. Und das, also, das ist ein total irrationaler Gedanke, der klingt, glaube ich, auch so ein bisschen verrückt, aber du weißt nie, was die Zukunft bringt. Und sicherlich wird man schon noch mal einen Kerl finden und unterkommen und so. Aber es ist trotzdem, es macht halt was mit einem, weil dein ganzes Leben verändert sich. Und es wäre auch merkwürdig, wenn, finde ich, wenn du als Frau durchgehend wüsstest, wo du im Leben stehst. Weil du wirst ja erst mal aus der Bahn geworfen. Alles ist jetzt anders. Ja, und wenn man sich versieht, wacht man morgens auf und ist Oma, so wie ich. Und dann hast du die schlechtesten Karten der Welt. Nee, ich aber liebe auch die guten, es. Weil du kannst es immer wieder zurückgeben. Ja, natürlich. Aber ich habe auch schon gesagt, ich habe zehnfache Verantwortung für ein Enkelkind als fürs eigene. Aber was auf jeden Fall ganz klar ist, ich meine, wir hatten jetzt hier ein super Gespräch mit ganz tollen Argumenten. Es ist egal, wie man lebt. Man sollte sich nichts vorschreiben lassen als Mutter oder als Businessfrau. Das Wichtigste ist, dass du das machst, was dir gut tut. Und das heißt irgendwie mal mehr arbeiten, mal mehr beim Kind sein, es kombinieren, sich Hilfe suchen und vielleicht auch mal zu sagen, ey Mädels, ich habe jetzt auch ein Problem, mit Freundin drüber reden. Das Wichtigste ist einfach, dass es den Kindern gut geht, dass es der Mama gut geht und dass man das irgendwie miteinander vereinbaren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich finde, es war eine super lustige Runde. Es war total interessant, auch dich, Lilly, kennenzulernen und dass wir da über alles gesprochen haben, dass ihr intime Einblicke gewährt habt. Ja, und es gibt natürlich noch tolle andere Folgen. Da könnt ihr natürlich gerne schauen, was da bei uns so los war im Sex-Live-Talk. Dankeschön und tschüss.